Ja, hallo ihr Lieben, Memories for You Uschi. Hier der versprochene Anschlussvideo mit unserem neuen Stencil und unserem neuen Stempelset. Oh, da bin ich aber mal gespannt. Ja, darfst du sein. Ratatata. Die Stencil sind Kreise. Wow, mega, Uschi, und super. Passen perfekt da Slimline-Form zu unserem Albumprojekt. Darauf habe ich schon lange gewartet. Sensationell. Okay, ihr merkt schon, das ist heute ein Spezialvideo, aber wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie oft angefangen, der bleibt jetzt einfach, der wird jetzt, wie er wird. Ne? Also wie gesagt, unsere neue Slimline Stencil Kreise, filigran, finde ich mega schön. Super. Und toll, dass wir die jetzt haben. So. Bin ich begeistert. Gell? Klasse. Bin auch begeistert. Was hast du noch für uns? So, dann kommt jetzt unser neues Stempelset. Ein Stempelset. Und zwar heißt es? Ein Träumchen. Glücksgefühle. Glücksgefühle. Wow! Aus der Glücksgemeinde. Stimmt, genau. Schönberg. Ja, wer es nicht weiß, wir wohnen in der Glücksgemeinde Schönberg. Und da ist es natürlich perfekt, wenn wir einen Glücksgefühlstempel haben. Aber der ist auch ideal geeignet für Ostern. Da hier so ein kleines Schäfchen hat. Schäfchen. Und süß. Glücksgefühle beschert man, wenn mal jemand sagt, weißt du eigentlich, wie sehr ich dich mag? Da passt das untere mit den Tierchen perfekt dazu. Aber natürlich könnt ihr auch die Blumen toll in Szene setzen. Das zeige ich euch mal. Ich habe das hier gemacht auf einer großen Karte. Die Motive sind diesmal ziemlich klein. Die sind ideal geeignet für ATCs. Also so zum Beispiel, da sind sie ideal in der Größe. Ihr könnt aber natürlich, wenn ihr eine große Karte habt, das auch so machen wie ich, dass ihr sie einfach ringsrum abstempelt. Finde ich super schön. In der Mitte habe ich eine Stanze, die kann ich jetzt einfach auch super schön verschenken. So. Oder ich mache das eben mit dem ATC, dann habe ich ein tolles Geburtstagskärtchen. Oder ich habe das hier wieder gemacht mit den Tulpen und habe da die Glücksgefühl, den Text reingestempelt. Ich habe einen Anhänger gemacht, der macht einfach gute Laune, gell? Weil das Vögele macht auch gleich Glücksgefühle. Gell? Das finde ich auch. Schön. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und dadurch, dass die Motive eher klein gehalten sind, sind die ideal für kleine Tags, für kleine Kärtchen, ATCs, Geschenkanhänger oder was auch immer. Ja, das war's dann schon. Ja, wir haben es überstanden, Uschi. Sensationell. Wir haben es geschafft. Wir haben den Video und hoffen, dass euch das Stempelset und die Stencil genauso gefallen wie uns. Bin ich sicher, Schatz. Bin ich sicher. Ja. Und wünsche euch alle noch einen tollen Tag. Bleibt gesund und kreativ und macht's gut. Memories for you, Uschi. Tschüss. Ciao. Tschüss.